Eider, der längste Fluss in der Mitte Schleswig-Holsteins mit 188 Kilometern Länge, über ein gutes Jahrtausend Grenzfluss zwischen dem Königreich Dänemark und dem ehemaligen Deutschen Reich römischer Nation. Wir folgen ihr von der Quelle bis zur Mündung und erleben die unterschiedlichsten Facetten der reizvollen Landschaften. Beginnend am östlichen Hügelland über die trockene Geest bis in die Marschen. Am westlichen Rand der holsteinischen Schweiz, südlich von Kiel, auf einer geraden Linie zwischen Neumünster und Brez, entspringt sie, die Eider. Nach alten Informationen soll der Heikenteich die Quelle der Eider sein. Die Bücher werden gerade aktualisiert und weisen den daneben liegenden Clusterteich als Quellsee aus. Von hier aus begleiten wir die Eider bis zur Mündung. Eine zweite Quelle soll es geben. Wir machen uns auf die Suche und werden nur wenige hundert Meter nahe dem Gut Schönhagen fündig. Neben einer kriegsgefallenen Gedenkstätte findet sich Ruheforst, ein kleiner Wald für Urnenbeisetzungen. Hier finden Verstorbene ihre letzte Ruhe, ohne Grabschmuck, einfach und schlicht unter Bäumen. Eine kleine Andachtsstelle ergänzt das Ambiente und die Findlinge nehmen gerne die Grüße der Hinterbliebenen an. Am Rande dieses Waldstücks finden wir ihn, den zweiten Quellarm der Eider. Ein größeres Areal, durchzogen von Gräben und natürlichen Abflüssen, lassen einen immer größer werdenden Bach entstehen. Westlich von Kleinbuchwald vereinigen sich beide Bachläufe und führen bis zur Mündung in den Bodkamper See den Namen Dröge Eider. Dröge ist plattdeutsch und steht für trocken. Nicht nur an diesem See, in der Regel Hinterlassenschaften der letzten Eiszeiten, wusste der Adel sich an seinen Ufern zu platzieren. Hier das Gut Bodkamp, das dem See seinen Namen gab. Nach seiner Erbauung um 1700 im frühklassizistischen Stil zählte es zu den größten Gütern in Schleswig-Holstein. Seit 1812 ist es im Besitz der Familie von Bülow. Jüngst war das Gut sogar Filmkulisse zweier aktueller Filmproduktionen. Der Bodkamper See wird auch von anderen Zuflüssen gespeist, wie hier in Kirchbarkau. Immer wieder finden sich noch alte, redgedeckte Bauernhäuser, teilweise schon mehrere Jahrhunderte alt. Von ihren Eigentümern werden sie liebevoll gepflegt. Biesee, eine kleine Dorfgemeinschaft mit noch sehr ausgeprägtem landwirtschaftlichen Charakter, liegt am Südwestzipfel des Bodkamper Sees. Hier verlässt die noch junge Eider nach sehr kurzer Verweildauer den ersten See auf ihrer Reise.
Von Bissey aus fließt die Eider erst in südwestliche Richtung und wendet sich dann bei Großbuchwald Richtung Norden. Bis dahin ist die Eider schon mächtig gewachsen, sodass Kanuten jetzt schon zu ihrem Vergnügen kommen. Die Gemeinde bietet eine Einsatzstelle an der Eiderbrücke inklusive guter Parkmöglichkeiten. Hinter Brügge schlängelt sich die Eider durch das Eidertal. Wir entdecken ein Kulturdenkmal, eine alte Steinbrücke aus dem Jahre 1803 nahe dem Ort Resdorf. Bei Schmalstede lohnt sich ein Abstecher allein des Blickfangs zur alten Schmalstädter Mühle. Die Bezeichnung Eidertal steht für eine Region zwischen Brügge und dem Süden Kiels. Links und rechts ziehen sich die welligen Höhenzüge der Geestrücken, Gletscherendmoränen der letzten Eiszeiten, die sich bis nach Herzogtum Lauenburg ausdehnen. Während der Saale-Eiszeit und der folgenden Weichsel-Eiszeit kam es immer wieder zu Warmperioden, in denen sich das Eis zurückzog. Während einer Kaltperiode dehnte sich das Eis wieder aus und schob aus Skandinavien kommend Gestein und Sand nach Schleswig-Holstein. Dies passierte mehrfach und ließ unter anderem das holsteinische oder östliche Hügelland entstehen, besser bekannt als die holsteinische Schweiz mit ihrer Seenplatte rund um den großen Plöner See, deren höchste Erhebung der Bungsberg mit 168 Metern ist. Weidelandschaft Eidertal hieß vor ein paar Jahren ein mehrjähriges wissenschaftliches Modellprojekt zur Vernässung der Niedermoore durch Rückbau von Entwässerungseinrichtungen. Eine großflächige, extensive Beweidung wurde durch Rückzüchtungen von Wildpferderassen und Auerochsen eingeführt. Ziel war es, festzustellen, welche kurzfristigen Auswirkungen es für Flora und Fauna bedeutet und welche Handlungsempfehlungen für ähnliche Naturschutzprojekte abzuleiten sind. Vorbei an Flintbek fließt die Eider Richtung Molfsee. Dort streift sie das ca. 60 Hektar große Freilichtmuseum, dem größten seiner Art in Norddeutschland. 70 wiederaufgebaute historische Gebäude warten auf Besichtigung. Werfen wir einmal einen Blick in das Sylter Haus aus Westerland. Es begrüßt uns die Stadt Kiel, die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und zugleich seit 1900 nördlichste Großstadt Deutschlands. Als Holstenstadtturm Kiele wurde das heutige Kiel Anfang des 13. Jahrhunderts am Ende der Förde gegründet. Turm Kiele geht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das niederdeutsche Keil zurück, was Förde, eine Meeresbucht, die sich weit ins Land hineinschneidet, bedeutet. Der Zweite Weltkrieg forderte auch von Kiel seinen Tribut. Am Ende des Krieges war Kiel zu 80% zerstört. Städteplanerische Fehlentwicklungen blieben auch aufgrund einer großen Anzahl an zusätzlichen Flüchtlingen aus dem Osten des damaligen Deutschen Reiches daher nicht aus. Musik.
Wir schauen auf den Ostflügel des alten Kieler Schlosses, selbst 1944 zerstört, 1961 auf originalem Fundament neu errichtet, ist er heute Kultur- und Begegnungsstätte. Heute Schifffahrtsmuseum, die aus dem Jahr 1910 stammende Fisch-Auktionshalle, in der nie eine Auktion stattfand. Eine der größten Veranstaltungshallen Deutschlands steht mitten in der Stadt, die frühere Ostseehalle, mittlerweile zur Sparkassenarena umbenannt. Als Mehrzweckhalle angelegt, finden unter anderem Konzerte, Eisrevuen oder Reitsportveranstaltungen statt. Sie ist auch die Heimspielstätte des Handballserienmeisters THW Kiel. Laut geht es zu, wenn über 10.000 Fans ihre Mannschaft anfeuern. In diesem Haus wird auch manchmal lautstark über das Wohl des Bundeslandes Schleswig-Holsteins diskutiert und entschieden. Mit Blick auf die Förde tagt der Landtag in diesem Gebäude im vornehmeren Stadtteil Düsternbrook. Ihm gegenüber liegt der Ostuferhafen mit der Schwentinemündung. Im Schiffbau groß geworden, machte die Werftenkrise auch vor Kiel nicht Halt. In Südostasien wird konkurrenzlos preiswerter produziert. Heute entstehen kaum noch Neubauten. Spezialschiffbau, Reparaturen oder Umbauten sichern die letzten Werften. Dienstleistung und Wissenschaft steht heute im Vordergrund. Dazu trägt auch die seit 1665 bestehende Christian-Albrechts-Universität mit weltweit anerkannten Erkenntnissen bei. Still ist es am Ostseekai. Anders das Bild, wenn die großen und größten Kreuzfahrer festmachen. Viele Fahrgäste starten oder beenden in Kiel ihre Kreuzfahrt. Dazu gesellt sich noch eine Vielzahl von Seeleuten. Die Kreuzfahrersaison dauert ca. 6 Monate von April bis Oktober. Besondere Neugier erwecken seltene Besuche besonderer Schiffe mit klangvollen Namen, zum Beispiel die Queen Elizabeth II. Stellvertretend hier die Costa Favolosa und die Regal Princess, zusammen geballte 620 Meter Schiff. Kiel ist auch Heimathafen des Segelschulschiffs Gorschfock, einem der bekanntesten bündnisübergreifenden Botschafter der Bundesmarine. Vom Tor nach Skandinavien verkehren täglich die schwedische Stena Line nach Göteborg und die norwegische Color Line nach Oslo. Seit mehr als 100 Jahren schaut die Welt immer im Juni nach Kiel. In der letzten kompletten Juniwoche lädt Kiel zur Kieler Woche. Ursprünglich ein reines Sportevent, ausgetragen auf den Bahnen vor Schilksee, einem der weltweit besten Segelreviere. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München war Kiel sogar Ausrichter der Olympischen Segelwettbewerbe. Hinter dem Münchner Oktoberfest und den Cannstatter Vasen ist es das drittgrößte Volksfest Deutschlands. Jährlich zieht es deutlich mehr als 3 Millionen Besucher in 9 Tagen zum größten Sommerfest im Norden Europas. Für Groß und Klein wird etwas geboten. Mitmachaktionen, Infostände, Klamauk und Straßenmusik. Bekannte Künstler aus Vergangenheit und Gegenwart spielen ihre Hits auf den großen Showbühnen von NDR und RSH.
Entweder wird durchgefeiert oder aber steht zum zweiten Samstag der Kieler Woche früh auf. Es tut sich was auf der Förde, wenn auch mit seemännischer Gelassenheit. Pünktlich um 11 Uhr startet die Windjammerparade, meist angeführt von der Gorch Fock. Bei typisch Kieler Wochewetter, das heißt unbeständigem Wetter, säumen zigtausende mit Kind und Kegel die Ufer beiderseits der Förde, wenn sie vorbeiziehen, die Traditionssegler. Die Parade ist ein Magnet der Medien. In den Abendnachrichten gehören dann einige Sekunden dieser Abschlussveranstaltung. Ein Botschafter der kulinarischen Art ist die Kieler Sprotte, ein eher als wertlos betrachteter Fisch aus einer Untergattung der Heringsfische. In den Zeiten der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt er über Jahrzehnte als arme Leute essen. Eher unscheinbar und silbrig kommt dieser Fisch zum Räuchern in den alten Altonaer Ofen. Erst goldig geworden, entwickelt er seinen Charme. Fertig ist die heutige Delikatesse. Wir verlassen die Fördeufer und sehen uns in wenigen Augenblicken am Schulensee in Kiel Süden. In einer eiszeitlichen Senke im unteren Eidertal durchquert die Eider den Schulensee. Dieser See schwindet an Größe. Schuld daran ist wieder einmal mehr der Mensch mit seinen Begradigungen der Eider. Bis zur Ostsee ist es nun nicht mehr weit. Wenn da nicht der Hornheimer Riegel wäre. Ein kleiner Geestrücken zwischen den Stadtteilen Hassee und Ramsee zwingt die Eider in Richtung Westen. Durch diesen abrupten Richtungswechsel streift sie nur den Süden Kiels. In einer Senke parallel zum Kieler Vorort Mielkendorf treibt es die Eider Richtung Westensee, unterbrochen vom ersten Wehr an der Steinfurter Mühle, dessen Aufgabe es ist, die nahen Forellenteiche mit Frischwasser zu versorgen. Wo lange Reservierungszeiten in Kauf genommen werden mussten, ist es nun still geworden. Zum Bedauern vieler Feinschmecker ist diese Lokalität seit Mai 2016 geschlossen. Ab Hohenhude durchfließt die Eider einen weiteren Nachlass der Weichseleiszeit, den Westensee, den fünftgrößten See in Schleswig-Holstein. Der See ist ein Teil des Naturparks Westensee. Er dient mit seinen vielen Rad- und Wanderwegen der Urlaubs- und Naherholung. Er ist Privatbesitz und darf nur mit einer Tages- oder Wochenkarte mit einem Boot befahren werden. Kanuten und Freizeitpaddler können aber ungehindert den direkten Verlauf der Eider durch den See folgend diesen See befahren. Keine Sorgen haben jene, die im nahen Ort Achterwehr beim Kanuverleih ein Boot chartern. Wegen dem Kanuverleih in Achterwehr ist auf diesem Teilstück der Eider mit erhöhtem Kanuaufkommen zu rechnen.
Ein kleiner Abstecher führt uns zu Gut Quarnbeck, früher einmal eine Wasserburg aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Nicht nur hier gilt es, die Privatsphäre zu beachten. Gutshäuser sind meist in privater Hand. Wer möchte es ertragen, wenn sich täglich Besucher auf seinem eigenen Grundstück tummeln? Doch mehrmals im Jahr öffnen sich die Pforten der Güter zu Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Adventsmärkten, die vom Publikum gerne angenommen werden. Ab dem Ort Achterwehr ändert sich der Lauf der Eider. Vor dem Ende des 20. Jahrhunderts durchfloss sie noch den Flemhuder See. Sein Wasserspiegel lag 7 Meter über normal Null. Er wurde nach dem Bau des Schleswig-Holsteinischen Kanals, im Volksmund gerne auch Eiderkanal genannt, als Ausgleichsbecken für die Wasserverluste genutzt, die bei den Schiffsschleusungen Richtung Kiel und Rendsburg entstanden. Das höchste Niveau des zwischen 1777 und 1785 erbauten Schleswig-Holsteinischen Kanals lag zwischen den Schleusen Rathmannsdorf und Kleinkönigsförde, ebenfalls bei 7 Metern über Meeresspiegel. Nach der Fertigstellung des heutigen Nord-Ostsee-Kanals 1895, zeitgenössisch Kaiser-Wilhelm-Kanal, erfolgte die Absenkung des Wasserspiegels auf Meereshöhe. Um Grundwasserabsenkungen zu vermeiden, entschied man sich für den Bau des Achterwehrer Schifffahrtskanals, kurz auch Ringkanal genannt, parallel zum Flemhuder See. Eine seit 2001 stillgelegte Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal hält seit 1913 den erhöhten Wasserstand. So entstand auf diesem Teilstück ein Biotop, das die Ansiedlung längst verschwundener Wasserpflanzen ermöglichte. Zum Beispiel Blutweiderich, Igelkolben, Engelswurz, Weidenröschen, Mädesüß, Brunnenkresse, Wasserehrenpreis, Wasserminzarten, Schwanenblumen und das Pfeilkraut. Über einen Katarakt neben der Schleuse mündet der Oberlauf der Eider in den Nord-Ostsee-Kanal. Wir begeben uns noch einmal zurück nach Kiel, genauer gesagt nach Kiel-Holtenau. Bekannt durch seinen Leuchtturm und seiner Schleuse. Doch Ende des 18. Jahrhunderts sah es hier anders aus. Holtenau, damals ein Bauerndorf mit etwa 400 Einwohnern, erlebte 1777 den ersten Spatenstich zum Bau des Schleswig-Holsteinischen Kanals, später Eiderkanal zwischen Holtenau und Rendsburg. Eingebunden wurden die beiden Flüsse Levensau, die bei Holtenau in die Ostsee mündete, und die Eider ab Flemhude. Die erste Holtenauer Schleuse lag ca. 1 Kilometer tiefer im Inland, in etwa der Höhe der heutigen Grafensteiner Straße. Am riesigen Packhaus, dessen gleich großes Pendant in Tönning steht, konnten Schiffe ihre Waren vor dem Kanal löschen oder laden. Sechs Schleusen gab es, Ingenieurskunst auf höchstem Niveau zu damaliger Zeit, nämlich in Holtenau, Knob und Rathmannsdorf zum Auf- bzw. Abstieg auf Kieler Seite. Die Schleusen Kleinkönigsförde, Kluvensiek und Rendsburg hoben bzw. senkten Schiffe um jeweils 2 bis 2,5 Meter auf oder von dem Niveau 7 Meter über Meereshöhe auf Rendsburger Seite. Außer der Schleuse Rendsburg waren alle Schleusen Doppelkammerschleusen, ein großes Schleusenbecken für die Schiffe und einer schmaleren Freischleuse für die Wasserstandsregulierung. Heute existieren noch drei Schleusen, die Rathmannsdorfer, die Kleinkönigsförder und die Kluvensieker, jeweils mit originalen Teilstücken des alten Kanals ausgestattet. Flora und Fauna erfreuen sich dieser ruhigen Gewässer. Der Kieler Kanalverein ist seit Jahrzehnten dabei, diese technischen Baudenkmäler zu erhalten und zu restaurieren. Die Wiederherstellung der Kluvensieker Schleuse nahm von der Planung bis zur Fertigstellung 32 Jahre in Anspruch.
Wir sind wieder an der Mündung der oberen Eider in den Nordostseekanal. Eingepfercht in ein bemaßtes Kanalbett fließt sie in Richtung Rendsburg. Der Charme des Eiderkanals ist dahin, wie Paul Verne, Bruder des bekannteren Jules Verne, auf einer Reise in 1881 beschrieb: Von der Pracht der Vegetation dieser nordischen Lande macht sich derjenige, der sie nicht selbst gesehen hat, kaum eine richtige Vorstellung. Daneben der Vlemhuter See, dessen Aufgabe als Wasserreservoir sich nach nur 100 Jahren schon erledigt hat. Es gibt sie manchmal, die Ruhe am Nordostseekanal. Kein Schiff aus Ost oder West. Plötzlich ist Betrieb da. In den weichen Ausweichstellen im Kanal sammeln sich manche Konvois. Der Nordostseekanal, zeitgenössisch Kaiser-Wilhelm-Kanal, ist der direkte Nachfolger des alten Eiderkanals. Immer größer werdende Schiffe machten diesen Neubau unumgänglich. Im Wesentlichen auf den Spuren seines Vorgängers eröffnete nach siebenjähriger Bauzeit 1895 der Nordostseekanal und verbindet seitdem Kiel mit Brunsbüttel und machte diesen Kanal zur meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. Vom Zustand her die Königin der letzten erhaltenen Eiderkanalschleusen, die Schleuse Kluvensiek bei Bovenau. Die gusseisernen Stützen, hergestellt in der Ahlmann-Karls-Hütte aus dem nahen Büdelsdorf, nehmen die Gegengewichte der Klappbrücke auf. Aus Sicherheitsgründen sind sie nicht mehr eingehängt. Die Holzvariante ist in Kleinkönigsförde zu besichtigen. Das Reich des Schleusenwärters und der Pferdestall. Denn am alten Eiderkanal gab es eine Treidelpflicht. Das heißt, Schiffe wurden mit Pferdegespannen durch den Kanal gezogen und an den Schleusen wurden die Gespanne ausgetauscht. Kleine Schiffe konnten sich der Treidelpflicht entziehen, mussten aber das halbe Treidelentgelt zahlen. Heute ist die Schleuse ein beliebter Zwischenstopp bei ausgedehnten Radtouren. Gleich um die Ecke der herrschaftliche Sitzgut Osterrade. Die Silhouette ziert das Emblem eines bekannten Suppenherstellers. Im südlichen Ortsteil von Seestädt erreichen wir wieder den Nordostseekanal. Der Blick richtet sich auf die Lage der Kirche auf der Nordseite. Unverbaubarer Blick, Filetgrundstück heißt sowas im Jargon, wie sie wenige Meter oberhalb des Kanals thront. Die Kirche wurde 1318 erstmalig urkundlich erwähnt und rückte erst durch den Kanalbau in die exponierte Lage. Stellvertretend für alle 13 Fähren, die es ermöglichen, den Nordostseekanal auch mit PKW und LKW zu überqueren, nutzen wir zur Überfahrt die Seestädter Fähre. Wer auf die Fähren angewiesen ist, sollte grundsätzlich mit Wartezeiten rechnen, die fahrenden Schiffe haben immer Vorfahrt. Seestädt ist auch heute noch sehr landwirtschaftlich geprägt. Aufgrund seiner Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte verfügt es über einige Kulturdenkmäler und arbeitet deshalb eng mit der Christian-Albrechts-Universität in Kiel zusammen.
Kurz vor Büdelsdorf hält uns ein anderes Gutshaus auf, das Gut Schirnau. Heute liegt der Betriebsschwerpunkt beim Ackerbau. Seit 2011 verhilft die Kochschule, das Verständnis zu regionalen Produkten von A bis Z zu wecken. A steht für den Anbau und Z steht für die Zubereitung. Die ursprüngliche Eider und anfänglich der neue Nord-Ostsee-Kanal durchflossen ab hier eine Seenkette, den ehemaligen Schirnauer See. Er wurde Teil des Nord-Ostsee-Kanals, die Bockstädte Enge, den Audorfer See, dieser ist als Weiche im Nord-Ostsee-Kanal eingebunden, und den Obereidersee. Die größer werdenden Schiffe hatten zunehmend Probleme bei der Durchfahrt dieser Seen, zu eng und zu flach waren sie. Es wurde ein nachträglicher Durchstich südlich der Bockstädte Enge zwischen Schirnau und Schacht Audorf erforderlich. So entstand 1914 die von Schacht Audorf abgetrennte Rader Insel. Mit Eintritt in den Obereidersee trennen sich der Nord-Ostsee-Kanal und die Eider. Der Kanal führt seinen Weg südwestlich bis nach Brunsbüttel fort, während die Eider sich wieder in ihrem angestammten Flussbett befindet. Am Beginn des Obereidersees liegt die Rendsburger Werft Nobiskrug. Sie blickt in den letzten Jahrzehnten auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Zwischenzeitlich pleite, gehörte sie dann einige Jahre zur HDW als Teil des ThyssenKrupp-Konzerns. Jetzt kommen ihre Besitzer aus dem Ausland und sie hat sich auf den Luxusjachtbau spezialisiert. Am Ende des Obereidersees erreichen wir Rendsburg, dem wichtigsten Ort am alten und neuen Kanal. Zentral in Schleswig-Holstein gelegen, am Schnittpunkt mehrerer Verkehrswege, der Bundesautobahn 7 und der Jütlandlinie, der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung der Deutschen Bahn sowie dem Nord-Ostsee-Kanal. Um das Jahr 1100 entstand hier eine Festung auf einer Eiderinsel. Etwa 1150 wurde die eigentliche Siedlung erbaut, Reinoldesburg. Ein Stich von 1649 zeigt die frühere Insellage. Die Straßenschilder zeigen die Verbundenheit der Stadt mit der Eider und dem alten Kanal. Der Schiffbrückenplatz war bis Ende des 20. Jahrhunderts ein Hafenbecken. Er litt wie andere wasserführende Gräben in der Stadt an der Wasserabsenkung, verursacht durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals. Trockengelegt und verfüllt wurden diese Flächen. So wurde aus dem Schiffbrückenhafen der Schiffbrückenplatz. Mit seiner teilweise historischen Umbauung vielleicht der schönste Ort, um an Markttagen seine Einkäufe zu erledigen und dabei noch einen Klönschnack zu halten. Auf der Südseite des Platzes beginnt die Einkaufsmeile, die Hohe Straße. Nur noch wenige alteingesessene Geschäfte erinnern an das Flair von früher. Young Fashion prägt das Bild. Nach wenigen Schritten erreichen wir das alte Rathaus. Mit seinen Fachwerk- und Butzenscheiben sowie kunstvollen Schnitzereien ist es ein historischer Höhepunkt in Rendsburgs Mitte. Ende des 16. Jahrhunderts erstellt und im ausgehenden 19. Jahrhundert auf der Südseite mit einem spätgotischen Backstein-Doppelgiebel versehen. Das Glockenspiel erhielt das Gebäude erst durch einen unbekannten Spender 1973, als das Rathaus nach einer Brandstiftung restauriert wurde. Daneben der Altstädter Markt,
heute selten im eigentlichen Sinne genutzt, bietet er der vorhandenen Gastronomie, Gäste unterm freien Himmel zu verköstigen. Nur ein Steinwurf weit die Marienkirche. Sie prägt das Altstadtbild. In ihren Ursprüngen entstammt sie aus dem 13. Jahrhundert, die Vollendung des Kirchenbaus erfolgte erst in der Neuzeit. Gerne ist sie Gastgeberin des Schleswig-Holsteinischen Musikfestivals. Leicht zu übersehen, das vermeintlich älteste Haus in Rendsburg, der Landsknecht. Nur Teile sind original aus 1541 erhalten. Um die Ecke wurde das neue Rathaus errichtet. Ein funktioneller, moderner Bau. Insider frotzeln nach der Fertigstellung, es drohe umzufallen, deshalb die Streben an den Außenwänden. Der heutige Stadtsee war einst ein Teil der alten Eider. Dort, wo das heutige Landestheater 1901 als Mehrzweckstadthalle eröffnet steht, floss früher die Eider. Die Weiße Brücke quert seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Altarm der Eider und verbindet die Altstadt mit dem südlichen Stadtteil Neuwerk. In 2 Minuten erreichbar das Arsenal. Hier gab es alles, was ein Soldat braucht. Heute beherbergt es das Kultur- und Eventzentrum und bietet 2 Museen sowie der Volkshochschule ausreichend Raum. In Neuwerk ging es militärischer zu. Der 2 Hektar große Paradeplatz tat früher seinem Namen alle Ehre. Ein Vertrag aus dem Jahr 811 zwischen dem Wikingerkönig Hemming und Kaiser Karl dem Großen legte die Eider östlich in Richtung Holtenau bei Kiel die Verlängerung über die Levensau als Südgrenze des Königreichs Dänemark fest. Rendsburg blieb weitestgehend von Zerstörung durch kriegerische Handlungen verschont. Dafür behielt es stumme Zeitzeugen ihrer Epoche, wie die alte Kommandantur, die Hauptwache oder die Garnisonskirche, heute Christkirche. Neuwerk, als Stadtteil bis in die 1970er Jahre hinein eher vernachlässigt, wurde mit hohem finanziellen Aufwand saniert. Heute ist es wieder eine schmucke Perle in Rendsburg Süden, vielleicht der derzeit schönste Stadtteil im innerstädtischen Bereich. Wir sind wieder zurück am Nord-Ostsee-Kanal, im Blickfang die nach 2-jähriger Bauzeit im Jahr 1913 eröffnete Eisenbahnhochbrücke, Rendsburgs Eiserne Lady, seinerzeit von der Bürgerschaft sehr skeptisch betrachtet, vom damaligen Magistrat in einem Brief an das Reichsamt des Innern beschrieben, dass er den Bau der Brücke als einen Vorteil für die Stadt nicht ansehen könne. Heute ist sie liebgewonnenes Wahrzeichen und aus dem Stadtbild nur schwer wegzudenken. Letztendlich ist der Stahlkoloss ein wichtiger Bestandteil der Jütlandlinie auf dem Weg nach Skandinavien.
Eine denkmalgeschützte Rarität erhöht das Interesse an dieser Brücke, die darunter hängende Schwebefähre, eine von weltweit nur 9 bestehenden Exemplaren. Durch einen Unfall mit einem Frachter im Januar 2016 musste sie sehr stark beschädigt abgehängt werden. Ein Neubau soll die alte Schwebefähre ersetzen. Bis voraussichtlich 2019 bleibt daher die Eisenbahnhochbrücke unten ohne. Unterhalb der Brücke befindet sich das Café und Restaurant Brückenterrassen. Seit 1997 gibt es an dieser Stelle eine Schiffsbegrüßungsanlage. Vorbeiziehende Schiffe werden mit ihren Nationalhymnen begrüßt und die Schiffsbegrüßer erklären den Gästen das Woher und Wohin. Rendsburgs Wirtschaft profitierte nur bedingt vom alten Eiderkanal. Nur wenige Schiffe nutzen Rendsburg als Umschlag. Es gibt sie aber noch, alteingesessene Firmen, deren Gründung sich auf den Zeitraum der Eiderkanalisierung zurückverfolgen lassen. Der heutige Nord-Ostsee-Kanal ließ Rendsburg wirtschaftlich aufblühen. Der neue Tiefwasserhafen auf Neudeutsch Rendsburg-Port ermöglichte nun auch das Anlegen von Ozeanriesen. Damit avancierte Rendsburg zum einzigen Seehafen im Binnenland. Rendsburg wartet noch mit anderen Besonderheiten auf. Lange Zeit galt die Rolltreppe am Fußgängertunnel als die längste Europas. Oder sich in einer beispiellosen Aktion 1989 ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen zu lassen, mit der längsten Bank der Welt am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals. Der damalige Rekord mit 501,53 Meter hielt 18 Jahre. 2014 wurde die fest installierte Bank auf 575,75 Meter verlängert. Neuer Weltrekord und das Kanalufer ist lang. Sanft wiegt das Wasser, im Spiegel die ziehenden Wolken. Wir stehen im Volksmund an der Untereider, besser am ehemaligen Untereider Hafen. Mit Wegfall der Schleuse Rendsburg besteht seit 1937 keine Verbindung mehr zwischen Ober- und Untereider. Die Eider entspringt hier quasi neu. Sie lebt weiter durch den Zufluss der Auen und der Verbindung des Gieselau-Kanals nähe Oldenbüttel mit dem Nord-Ostsee-Kanal. Daneben steht noch das alte Packhaus, der Rendsburg Port 1 vom 18. bis 20. Jahrhundert. Auf der anderen Straßenseite steht das alte Zollhaus, das sich in seinen Ursprüngen baulich kaum verändert hat.
Dahinter das kleine Schleusenwärterhäuschen, welches unter Denkmalschutz steht. Ihm gegenüber liegt noch ein Stück Eiderkanal, der heutige Gerhardsteich. Früher verband er in einem Bogen die Obereider mit der Untereider. Die seit 1774 bestehende Schleuse neben dem Zollhaus, heute Ecke Hollesen-Adolfstraße, wurde 1893 durch einen Neubau ersetzt. Die Wasserabsenkung durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals machten es erforderlich. Gradlinig zwischen der Ober- und Untereider wurde ein kleines Kanalstück mit einer neuen Schleuse gebaut. Rendsburg-Schleuse zweiter Generation bestand keine 50 Jahre und wurde 1937 wieder verschlossen. Heute umrunden wir an dieser Stelle den Thormannplatz, in dessen Mitte ein rechteckiges Becken an die ehemalige Schleuse erinnert. Die neben dem Platz führende Straße erinnert an alte Zeiten. Wir haben Rendsburg verlassen und begleiten die Eider bis an die Nordsee. Hinter Nübbel fließt die Eider mehrere Kilometer parallel zum Nord-Ostsee-Kanal und tritt in das Marschland ein. Nur ein Autodamm trennt beide Gewässer. Marschen werden vorwiegend zur Viehhaltung, je nach Bodentyp, aber auch zum Ackerbau genutzt. Erst zwischen Breiholz und Hamdorf gibt es wieder eine feste Querung. Am naheliegenden Campingplatz hat seit dem Frühjahr 2016 der Bootsmann, ehemals Café Eidertal, seine Pforten geöffnet. Er wartet mit Besonderheiten auf. Das Übernachtungsangebot wurde mit urigen Schlaffässern erweitert. Die andere einmalige Variante an der Untereider ist Urlauben auf einem Hausboot. Das Sonnendeck gehört einem ganz allein. Wir stehen hier mitten auf dem Land. Unscheinbar im Dreieck Vrom, Prinzenmoor und Oldenbüttel zweigt in einer Flussbiegung der Gieselau-Kanal ab. 1936-37 erbaut, ist dieser knapp 3 Kilometer lange Kanal die heute einzige Verbindung, unterbrochen von einer Schleuse zwischen Nord-Ostsee-Kanal und der Untereider. Diese Baumaßnahme ist der Ersatz der alten Rendsburger Schleuse, da sie der geplanten Rendsburger Verkehrsinfrastruktur im Wege stand. In der Saison und an den Wochenenden haben die Schleusenwärter mächtig was zu tun. Es gibt an den Schleusen feste Öffnungszeiten. Meist wird bis 19 Uhr geschleust.
Viel los ist an der Schleuse Lexfähre. Direkt an der Kreisgrenze zwischen Rendsburg und Dithmarschen gelegen und von der B203 gekreuzt. Dieses großzügige Areal ist so etwas wie ein lokaler Treffpunkt, auch für jene, die es mit den Planken unter den Füßen nicht so haben. Im Fährhaus lassen es sich alle gut gehen. Vorhanden ist ein Campingplatz direkt am Wasser sowie Liegeplätze für Gastschiffe. Neben den Schleusungen hat sie wie die Schleuse Nordfeld kurz vor Friedrichstadt eine ganz andere wichtige Aufgabe. Sie fungieren nämlich zum Aufstauen der Eider, sorgen damit für einen gleichbleibenden Wasserstand und treten der Verlandung des Gewässers entgegen. Wer kein Boot sein eigen nannte, war es die einzige Möglichkeit, trockenen Fußes das Ufer zu wechseln. Wegen der modernen Mobilität geschlossen, durch einen Verein wiederbelebt, die Hohner Fähre. Heute setzt sie Personen und Fahrräder über. Von Mai bis September wird an den Wochenenden und Feiertagen durch ehrenamtliche Fährmänner und Fährfrauen übergesetzt. Wir nähern uns dem Stapelholmer Land. Dieser Zeitgenosse begrüßt uns schon mal. Stapelholm, ein Marschgebiet mit ausgiebigen Feuchtwiesen, Hoch- und Niedermooren, im Dreieck der Flüsse Eider, Treene und Sorge, ist bekannt für die größte Heuer-Bäuer-Population, wie der Storch hier genannt wird, in Deutschland. Jedes Dorf wirbt mit Storchendorf. Das bekannteste ist Bergenhusen. Wo der Landwirt seinen Trecker bewegt, ist Adebar nicht weit und stillt seinen Appetit. Mittlerweile sind wir in Pahlen angekommen, eine 1200-Seelen-Gemeinde im Norden Dithmarschens. Im frühen Mittelalter sogar Bischofssitz, erwacht Pahlen am Wochenende, wenn eine der größten Diskotheken in Schleswig-Holstein, das Palazzo, seine Türen öffnet. Die integrierte Eiderlandhalle fasst als Mehrzweckobjekt bei Veranstaltungen bis zu 2000 Besucher. Bei Delve erreichen wir an der Eider die Bargener Fähre. 1961 wurde ihr Dienst wegen der neuen Brücke in Pahlen eingestellt. Nun setzt sie seit 2001 in der Sommersaison wieder Fußgänger und Radfahrer zwischen Bargen und Schwienhusen über. Wieder ist es ein Verein, der alte Traditionen auferstehen lässt. Die Fähre ist in das Radwandernetz integriert und bietet eine willkommene Abwechslung auf einer Radtour. Einen netten Schnack von Lothar, einem von mehreren ehrenamtlichen Fährmännern und Frauen, gibt es obendrauf zu.
Wir stehen am Eiderufer des ehemaligen Fischerdorfes Delve. Der Ort weist einen hohen Bestand an sehr alten, redgedeckten Häusern auf. Für Urlauber, die Ruhe suchen, ist es eine ideale Wahl im Norden Dithmarschens. Delve ist Ausgangspunkt mit einem breiten Angebot für Ausflüge zu Land und zu Wasser. In einer Eiderschleife gelegen, das Naturschutzgebiet Delver Koog mit guten 190 Hektar Größe. Es dient heute als Rückzugsgebiet für Pflanzen und Tiere, die im feuchten Niedermoorgebiet leben. Stellvertretend das seltene Wollgras. Fast um die Ecke, schon an der nächsten Eiderkurve, liegt Süderstapel. Seine großzügige Badestelle ist ein kleiner Insider-Tipp. Bei bestem Wetter wird alles aufgeboten. Motorboote, Speedboote, Jetski, Kanuten und Schiffsmodellbauer, alle sind sie dabei, wenn es heißt, raus an die Eider. Hinter Süderstapel beginnt eine Wasserskistrecke. Vor dem Ort Horst, einem Ortsteil von Hennstedt in Dithmarschen, endet dieses spritzige Vergnügen vor einer spitzen Eiderkehre. Seit 1936 steht die Schleuse Nordfeld. Sie schützte das Hinterland vor den Gezeiten und Überflutungen bei Sturmfluten. Vor der Errichtung reichten starke Sturmfluten bis nach Rendsburg und sorgten dort für überschwemmte Straßen. Seine heutige Aufgabe ist die Aufstauung der Eider, um einen gleichbleibenden Wasserstand für die Schifffahrt zu garantieren. Nach vielen Eiderkilometern, Biegungen und Mäandern nimmt uns eine der touristisch bekanntesten Städte Schleswig-Holsteins in Empfang, Friedrichstadt. Ein Zwischenstopp ist hier ein Muss. Die Giebelhausreihe am Marktplatz ist wohl eine der bekanntesten in Norddeutschland und ein beliebtes Fotomotiv. Durch den gotthoffschen Herzog Friedrich III. 1621 gegründet, holte er sich zum Aufbau Wasserbauer aus Holland. Vorwiegend holländische Religionsflüchtlinge, die größte Gruppe stellten die Remonstranten. Der Herzog gewährte Religionsfreiheit, sodass sich auch weitere Minderheiten niederließen. Daher auch der Beiname Stadt der Toleranz. Heute fühlt sich der Besucher wie in Klein-Amsterdam. Etwas abseits der Massen geht es ruhiger zu. Schöne Gassen laden mit ihren Rosenstöcken zum Verweilen ein. Hin und wieder steht eine Klönschnackbank vor dem Haus. Hier kann man sich in interessante Gespräche vertiefen, erfährt etwas über Rosenzucht, denn einmal im Jahr gibt es die Rosentage, wo auch neue Züchtungserfolge angepriesen werden. Dort ist auch die Remonstrantenkirche angesiedelt. Sie ist ein nicht öffentliches Gebäude, öffnet aber zu angemeldeten Führungen seine Pforten.
eines der ältesten Häuser in Friedrichstadt, beherbergt ein gut sortiertes Teekontor. Neben klassischen Teesorten gibt es auch interessante Mischungen. Hübsche Geschenkpackungen sind ein nettes Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Neben Tipps der Zubereitung wird diverses Zubehör angeboten. Schmucke Teedosen, Teekannen und Tassen runden das Angebot ab. Eigentlich sind es die Grachten, die jährlich tausende Touristen in den Bann ziehen. Nach holländischem Vorbild durchziehen Kanäle die Stadt. Nicht weit vom Zentrum entfernt bieten Bootsverleiher ihre Dienste an. Mit der Jupiter wird die Drehne erfahren. In den Sommermonaten gelten die Fahrten nach Schwabstedt an der Drehne zur Seerosenblüte als der Renner. Wer es sportlich mag, mietet ein Drehboot. Elektroboote vereinfachen eine Tour durch Friedrichstadt. Markant ist der Mittelburggraben. Er zieht sich mitten durch das Zentrum der Stadt, gleitet vorbei am Marktplatz und dem interessanten Museum. Strategisch gut gelegen im Mündungsbereich der Drehne in die Eider wurde Friedrichstadt vom Reißbrett weg auf einer künstlichen Insel errichtet. Viele Brücken verbinden die verschiedenen Stadtbereiche. Am Westersielzug steht die Blaue Brücke, als Klappbrücke eine Brücke jüngerer Bauart und bei Anglern sehr beliebt. Die damaligen Erbauer und Bewohner widmeten sich auch dem Handel, nutzten dabei die Eider in Richtung Nordsee und behielten dabei ihre Kontakte in die alte Heimat. Heute sichert eine Schleuse zwischen Drehne und Eider sowie Eindeichungen entlang der Eider die Stadt vor Überschwemmungen. Seit dem Bestand des Eidersperrwerks ist Friedrichstadt quasi doppelt gesichert. Noch vor dem Eintritt in den Purenstrom, dem Mündungstrichter, erreicht die Eider Tönning, eine alte Handels- und Fischerstadt. Haupterwerb war der Krabbenfang, Friesisch Porn, auf Eiderstedt Purn, daher ist wohl der Name abgeleitet. Heute liegt die Fischereiflotte nicht mehr im historischen Hafen. Die Blütezeit erlebte Tönning als Handelsstadt während des Bestehens des alten Eiderkanals. So kamen Waren auf kurzem Wege von der Ostsee an die Nordsee und umgekehrt. Profitiert hat Tönning von der Kontinentalsperre gegen England. Deutschland unter napoleonischer Herrschaft musste sich anschließen. Tönning war damals dänisch, damit nicht unter der Herrschaft Napoleons. Von hier aus lief dann der Warenfluss nach Deutschland bzw. England. Das große Packhaus ist ein stiller Zeuge der damaligen Zeit. Anders als in Kiel wird es für Veranstaltungen genutzt. Bekannt ist es auch als Weihnachtskalender in der Adventszeit. Am besten besucht man Tönning außerhalb der Hochsaison. Erst da spiegelt sich der Charme dieser Stadt. Schmale Straßen und Gassen wechseln mit interessanten Stadtansichten. Viele Gebäude stehen unter Denkmalschutz, wie die Kirche St. Laurentius mit ihrem auffallenden Pyramidenhelm. Thank you.
Auffallend ist das Bekenntnis zu Dänemark. Der Dannebrog wird hier gern gezeigt. Ein Symbol der Geschichte, als der schleswigsche Landesteil noch zu Dänemark gehörte. Dänisch ist als Minderheitensprache in den hiesigen Breiten anerkannt. Der 9 Kilometer lange Purunstrom ist die letzte Wegstrecke der Eider. Am 1973 fertiggestellten Eider-Sperrwerk endet die Reise der Eider mit der Mündung in die Nordsee. Die schwere Sturmflut von 1962, die Hamburg in eine Katastrophe stürzte, hinterließ auch an der Küste mit seinen Deichen schwerste Schäden. Dies war der auslösende Moment, Deichlinien zu verändern, zu begradigen und zu verstärken. Die einzige Öffnung innerhalb der neuen Deichlinie war der Mündungstrichter der Eider. Um das Hinterland entlang der Eider auch zukünftig vor Überflutungen zu schützen, entstand dieses Jahrhundertbauwerk mit seinen 5 Fluttoren. 1967 mit dem Bau begonnen, im März 1973 fertiggestellt, sichert das knapp 240 Meter lange Bauwerk seitdem den Menschen, sein Haus und Hof und das liebe Vieh. Es schließt sich noch ein Schleusenbecken mit 14 Meter Breite an. An der Schleuse befindet sich auch der neue Fischereihafen. Hierhin haben sich die Fischer mit ihrer Flotte aus Tönning zurückgezogen. Seit seinem Bestehen hat das Sperrwerk an Magie nicht verloren. Ein Besuch wird gern in touristische Aktivitäten eingebunden. Zu jeder Jahreszeit ist es ein lohnendes Ausflugsziel. Es ist für jedermann begehbar und von oben hat man einen tollen Überblick über die Außeneider und den Purunstrom. Herrliche Sonnenauf- und Untergänge lassen sich hier verfolgen. Ein Tunnel zwischen den Fluttoren verbindet die Straße zwischen Wesselburen nach Garding, dem Hauptort auf der Halbinsel Eiderstedt. Auch die Natur hat sich mit diesem Bauwerk arrangiert. See- und Flussseeschwalben haben sich das Sperrwerk als Brutplatz ausgesucht. Konflikte mit dem Menschen bleiben daher nicht aus. Wer zu nahe kommt, wird angeflogen. Ein Schnabelhieb auf den Kopf sorgt für den nötigen Respekt. Ein anderer Vogel nutzt Nistplätze, wo das Grün schon reichlicher wächst, die Schwarzkopfmöwe.